Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu einem kleinen, kurzen Smash Bros. Video. Und zwar ist mein Traum wahr geworden. Seitdem Smash Bros. Für Wii U und 3DS draußen ist, habe ich gesagt, oh mein Gott, sie brauchen Bayonetta in diesem Spiel. Wir haben zwar, wo ist sie denn? Ich sehe sie gerade nicht. Da, Zero Suit Samus, welche so ein bisschen der Ersatz für Bayonetta war. Aber holy shit, haben wir jetzt Bayonetta selber einfach da drin. Und oh mein Gott, ist das großartig. Ich habe diesen Moment sehnlichst erwartet. Und das bedeutet nicht nur, endlich haben wir Bayonetta in Smash, sondern es gibt einen verdammten Bayonetta-Amiibo. Und das ist das Beste. Das ist das fucking Beste, was hat... Gott, ist das großartig. Bin komplett außer Atem. Und die gute gibt's ja schon seit ein paar Tagen. Nur kam ich irgendwie nicht dazu, sie runterzuladen. Jetzt hatte ich Zeit dazu. Und hab's jetzt einfach mal getan. Und wir sind im Trainingsmodus, wo ich mir dachte, das ist da so ein bisschen am besten, dass man sich das da anschaut. Wo wir auch genug Zeit haben, wo wir keinen Drang haben, groß was zu machen, wo wir uns die ganzen Stages, also die ganze Stage, die da halt jetzt mit dazu kam, auch in Ruhe angucken können. Und ich habe oben auch nochmal die beiden Let's Plays zu Bayonetta 1 und Bayonetta 2 verlinkt, falls ihr irgendwie ein bisschen wissen wollt, wo Bayonetta eigentlich herkommt, was ihre Ursprünge sind und was die Story hinter ihr ist. Zwei echt gute Let's Plays, da muss ich mir halt selber mal auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht, weil die sind echt gut geworden. Daher kann ich nur empfehlen, falls ihr so ein bisschen mehr über Bayonetta erfahren wollt, könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Und ansonsten, ja, das hier ist die Intro-Szene aus Bayonetta 1 und ist extrem daran erinnernd. Von den Monstern, die im Hintergrund hin und her fliegen, von dem Uhrenturm, der einfach original aussieht, wie die Szene aus Bayonetta 1. Kann man zufällig irgendwie die Kamera ein bisschen ändern? Ne, ich glaube nicht, ne? Leider nein. Im normalen Spiel geht das. Aber ich bin ja zu dumm dazu. Jedenfalls, ey, das ist so krass. Das ist so krass. Das ist einfach original wie das Intro. Das ist original wie das Intro. Es ist unglaublich cool. So, was kann sie denn? Sie kann die Standardattacken. Ich habe ja die ganze Zeit immer schon so paradiert von wegen, sobald Bayonetta draußen ist, wird niemand mehr eine Chance gegen mich haben. Und, ich bin weiterhin der Meinung, dass das auch wahr ist. Keiner wird eine Chance gegen mich haben, sobald ich einmal mit dieser Frau angefangen habe. Und, ich bin einfach, also Bayonetta als Spiel habe ich mehr oder weniger gemastert. Also ich war echt gut in der ganzen Geschichte und... Jetzt hier ist halt Smash Bros. Steuerung. Sie hat die ganzen Attacken noch. Sie hat halt jetzt hier ihren... Na komm. Ihre normale Punch-Attacke, welche halt auch im Spiel so verfügbar ist. Alter, das ist aber der verdammte Endboss, der erste. Großartig. Sie hat den Move nach unten, den es auch so im Spiel gibt. Und das Coole ist, wenn man die Angriffstaste gedrückt hält, dann... schießt sie einfach weiter. Das ist übrigens auch so im Spiel, das ist sehr praktisch, um zumindest im Spiel seine Kombos zu verlängern. Und hier anscheinend einfach, um zusätzlichen Schaden zu machen. Und ich finde es unglaublich krass. Warte mal, hat sie das gerade wirklich getan? Im Spiel selber, das Ding ist, ihre Kleidung ist aus ihren Haaren gemacht. Und ihre ganze Magie basiert halt darauf, dass sie ihre Haare als Magie benutzt. Und... geh ja schon runter. Wir können jetzt gerade mal das hier machen. Okay, wir können das Spiel leider nicht anhalten, aber... okay, sie wird nicht komplett nackt. Das hätte mich jetzt echt überrascht. Weil im Spiel selber, je stärker ihre Attacke ist, desto weniger bekleidet wird sie letzten Endes. Aber sie ist hier immer noch ziemlich gut dabei. Okay, sehr gut. Das ist übrigens der normale Angriff und dann halt in Richtung gedrückt, dass sie hier die Wicked Weaves macht. Also so richtig krasse, spezial harte Schlagattacken. Echt, das ist so krass, Mann. Das ist so krass, wie originalgetreu das vom Spiel her ist. Das ist Wahnsinn einfach. Ich bin dabei, ich bin so hart dabei. Okay, was kann sie denn für Smash-Attacken? Sie kann auf jeden Fall... das hier.
Das ist der normale Smash. Wo sie anscheinend variiert zwischen den Füßen und den Händen. Das ist sehr süß. Oben Smash ist dann einfach das hier. Unten Smash wäre... Okay, unten Smash ist die Witch Time. Also essentiell ihr Dodge Move. Es gibt dann auch noch einen normalen, wie man vorhin vielleicht auch schon sah. Der wäre dann mit Schild. Und unten B ist dann halt der Witch Time Move. Normalerweise im Spiel würde Witch Time automatisch aktiviert werden, jedes Mal, wenn man erfolgreich perfekt dodged. Also normalerweise, wenn ich jetzt so dodgen würde und das wäre gut, wäre Witch Time schon aktiv. Hier ist es jetzt ein eigener Move. Ist okay, kann man machen. Dann rechts Smash ist dann einfach so ein guter Slide. Und ja, unten war halt Dodge. Ansonsten, ich glaube, mehr kann sie gar nicht, ne? Schauen wir gerade mal, dass wir uns einen Smash-Ball holen. Und mal schauen, wie ihre Smash-Attacke aussieht. Okay, das ist ein Quick-Time-Event, Alter. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Eine Sekunde, das machen wir nochmal. Huh? Das wollte ich nicht. Aber das war ein guter Anfang. So, nochmal. Okay, wir müssen den Gegner komplett treffen. Der Einfachheit halber habe ich gerade mal die Gegner gewechselt, weil wir Lukas halt nie getroffen haben. Dann, bevor das Ding voll ist, den ganzen Typen nach oben hauen und dann zuschauen, wie unser Typ gefressen wird. Und das können wir nochmal verstärken. Na? Indem wir... Ups, das wollte ich nicht, aber das wollte ich. Na komm. Ah, fuck. Nochmal. Der ist voll tricky, der Smash-Move vor allem, der Smash-Move. So, komm. So, und dann... Goodbye, Bro. Okay. Damit hätten wir dann das zumindest geschafft. Ansonsten haben wir noch die Taunts von ihr. Sehr schön. Ach, ich stehe drauf. Es ist leider einer der geilsten Spielecharaktere, die je gemacht wurden. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in richtiges Battle mit ihr und schauen mal, was wir so hinkriegen können, würde ich sagen. Und ja, los geht's. Und los geht's. Sehr gut. Mal in einem anderen Kostüm. Im klassischen aus dem ersten Teil. Das Ganze, was hier übrigens passiert, dass ständig die Welt zwischen dem blauen und diesem goldenen wechselt, ist übrigens, dass sie zwischen den Dimensionen wechselt. Könnte ich vielleicht noch vielleicht so anbringen nebenher, falls man sich fragt, hey, was geht hier eigentlich ab? Und die Gute wechselt halt ständig zwischen... Ah, warte, können wir das vielleicht mal machen, dass er mich angreift und ich so ein bisschen dodge hier? Na bitte. Ja, das ist einfach, dass sie zwischen den Dimensionen wechselt, was halt mega nice ist. Ich habe übrigens aus Versehen die Items noch an, das ist ein bisschen... Ist ein bisschen nicht so erwünscht, aber was soll's. Wir nehmen mit, was wir kriegen können hier.
Na bitte. Es ist leider einfach so krass cool. Ich komme voll nicht auf die Stage klar, wie geil sie einfach ist. Vor allem, wie krass sie an das eigentliche Spiel erinnert. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist, dass die Engel, die im Hintergrund rumfliegen, hier selber noch landen und einfach voll Damage machen letzten Endes. Das wäre so das, was die ganze Sache noch total perfekt machen würde. Oh nein! Hat er sich gerade selber ausgenockt? Oh, wie cool das einfach ist, Mann! Dieser Winning-Move, es ist einfach so krass. Ich möchte sie heiraten. Einfach, weil Bayonetta mega geil ist. Sie ist einfach die beste Frau der Welt. So, dann gibt's noch als Kostüm sie in Jan-Outfit. Das nehmen wir auch nochmal mit. Corrin packen wir mal aufs Weibliche, damit wir das auch noch haben. Und dann gibt's eigentlich noch irgendwie coole Stages, die ich noch nie gezeigt habe. Bestimmt. Aber wir bleiben bei der Bayonetta-Stage, die ist leider am coolsten. Sorry. Ein Kampf geht noch. Und dann soll es das auch gewesen sein. Ich find's total cool, wie die Farben halt auch einfach passen. So, im Jan-Outfit sind einfach alle Attacken plötzlich einfach blau, weil sie im Spiel von ihr halt auch einfach blau sind. Und die ganzen Haarattacken sind einfach weiß, weil sie weiße Haare hat. Das ist einfach so krass, das ist so cool einfach. Allein, dass sie das gemacht haben, das hätten sie ja gar nicht machen müssen, aber sie haben einfach das Jan-Outfit mit reingebracht, das ist so krass. Noch krasser wäre es gewesen, wenn sie Jan selber als Charakter mit reingebracht hätten, weil sie ja essentiell dasselbe Moveset hätte wie Bayonetta. Es wäre halt also echt nur ein Model-Swap, wie halt bei den ganzen Fire Emblem-Charakteren, dass man da mal einen weiblichen, mal einen männlichen Charakter hat. Also das ist jetzt nicht so, als ob das großartig aufs Gameplay sich ausgewirkt hätte. Ich meine, ja, in Bayonetta selber ist Jan, glaube ich, ein bisschen stärker, aber hat dafür auch weniger Energie. Aber jetzt hier für dieses Spiel, das wäre so bla, who cares, einfach. Na komm runter. Bam. Ich kann auch nur gewinnen, wenn es Items gibt, ansonsten bin ich leider total furchtbar in diesem Spiel. Aber ich wollte Bayonetta einfach zeigen, weil Bayonetta mega großartig ist. Das ist so krass, sie kann sogar in der Luft durch die Gegend jumpen oder halt durch die Gegend sliden. Unfassbar, diese Frau ist unfassbar. Dieser Charakter ist unfassbar. Diese Win-Animation ist so unfassbar, Alter. Auch das ist übrigens ein Angriff in Bayonetta. Sie breakdanced dann einfach auf dem Boden, während sie mit den Pistolen, die sie in der Hand und an den Füßen hat, einfach schießt und einfach alles abknallt. Dieses Spiel ist so Wahnsinn und so krass. Und ich kann jedem nur empfehlen, nochmal in Bayonetta reinzuschauen, falls ihr das noch nicht kennt, weil das ist einfach ein Ritt. Bayonetta ist ein Erlebnis, das muss man mal gesehen haben. Kauft euch den Charakter, ist der letzte Charakter, der ja in Smash Bros. Als Downloadable Content verfügbar sein wird. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ich hoffe, das war irgendwie ein kleiner Einblick in die Welt von Bayonetta. Das war jetzt weniger eine Analyse ihrer Smash-Moves, sondern mehr so ein bisschen erklärt, was kann Bayonetta, wo kommen die Attacken her. Und so ein bisschen Fangirl meinerseits. Ansonsten, ja, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis bald.